Hallo. Das Strafgesetzbuch, der allgemeine Teil und der Paragraph 34 rechtfertigender Notstand, macht es uns möglich, in dieser Zeit trotzdem Kontakte zu pflegen, auch außerhalb von Lockdown-Zeiten. Wer in einer gegenwärtigen, nicht anders abwendbaren Gefahr für Leben, Leib, Freiheit, Ehre, Eigentum oder ein anderes Rechtsgut eine Tat begeht, um die Gefahr von sich oder einen anderen abzuwenden, handelt nicht rechtswidrig, wenn bei Abwägung der widerstreitenden Interessen, namentlich der betroffenen Rechtsgüter, des Grades der ihnen drohenden Gefahren, das geschützte Interesse, das Beeinträchtigte, wesentlich überwiegt. Dies gilt jedoch nur, soweit die Tat ein angemessenes Mittel ist, die Gefahr abzuwenden. Bedeutet natürlich nicht, dass ich, wenn ich abends nach Lockdown-Zeit, nach 9 Uhr in Bayern, jemanden besuchen will, dann da Party mache und vielleicht auch noch Drogenmissbrauch betreibe, Alkohol konsumiere bis zum geht nicht mehr und dann feier und dann vielleicht unkontrolliert kopuliere oder was weiß ich was. Das sind ja keine angemessenen Mittel, eine Gefahr abzuwenden. Aber um andere Menschen zu schützen, vor psychischen Schäden, eventuell auch Selbstmord oder sonstigen, ist es alles ziemlich legitim und da wird der Staat Schwierigkeiten haben, euch dafür zu bestrafen. Es macht gut Sinn, sich Gesetze einzuprägen. Kann ich nur jeden dazu raten. Und ansonsten kommt gut durch die Pandemie.